bin froh, dass ich das durchgezogen habe, also aus meiner eigenen Tankstelle im wahrsten Sinne des Wortes, elektrifiziert eure Häuser. Aber beim Auto oder bei der Wärme, naja, da bleibe ich mal lieber doch noch ein bisschen bei den Fossilen. Den Strom nicht nur für den sogenannten Komfortstrom verwendet. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Julian, ich bin Mitglied in der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und gemeinsam mit Steve betreiben wir diesen YouTube-Kanal, um euch zu informieren über alle möglichen Themen zum Thema erneuerbare Energien und an Elektromobilität mit ein bisschen Schwerpunkt aus der Region Berlin-Brandenburg. In diesem Video, das ist wieder ein Video aus der Serie Das Wort zum Freitag oder Julians Worte zum Freitag, geht es um das Thema Elektrifizierung. Und es passt eigentlich sehr schön. Ich bin nämlich gerade hier unterwegs in meinem kleinen, wunderbaren Skoda Citigo EEV, den wir alle inzwischen sehr ins Herz geschlossen haben. Und zwar bin ich auf dem Weg raus, richtig weit raus ins Brandenburgische, um eine Photovoltaikanlage in Betrieb zu nehmen und einen Speicher dort dann auch zu aktivieren. Dazu aber in einem anderen Video mehr. Heute geht es aber um das Thema Elektrifizierung. Und das passt nicht nur deswegen gut, weil ich jetzt gerade, wie gesagt, raus aufs Land bin, um eine PV-Anlage in Betrieb zu nehmen, sondern weil ich nämlich auch hier jetzt gerade unterwegs bin Richtung B101. Und zwar kann ich hier auf Windkraftanlagen gucken. Einige davon, die stehen schon seit vielen, vielen Jahren hier. Andere von den Berliner Stadtwerken sind erst vor wenigen Jahren dazugekommen. Und jetzt reden wir in Deutschland die ganze Zeit darüber, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere der Windkraft, viel, viel zu langsam vor sich geht. Ist auch alles absolut richtig. Also von dem Ausbaupfad, den wir eigentlich bräuchten, um die Klimaziele zu erreichen, sind wir noch weit, weit entfernt. Und dennoch freue ich mich darüber umso mehr, dass da jetzt gerade mal wieder eine neue Windkraftanlage aufgebaut wird. Der Turm, der steht schon und ich versuche nachher auf der Rückfahrt vielleicht auch mal das ein oder andere Bild einzufangen, damit ihr euch vorstellen könnt, was ich eigentlich meine. Es war auch heute früh in der Zeitung zu lesen, ja, es gibt so einen ganz leichten Zubau oder Steigerung des Zubaus wieder bei den Windkraftanlagen, aber das reicht natürlich alles vorne und hinten nicht aus. Und trotzdem möchte ich in diesem Video euch alle, uns alle auffordern mit der These, elektrifiziert eure Häuser. Und warum sage ich das? Das ist ganz einfach. Viele von euch wissen, haben es mitbekommen, dass ich nebenberuflich mich mit der Planung, Beratung rund um PV-Anlagen und Wallboxen beschäftige und auch ein oder andere PV-Anlagen dann mit entsprechenden Handwerkern zusammen baue. Das Ganze mache ich nicht, um großartig damit Geld zu verdienen, sondern das mache ich aus Enthusiasmus, aus Überzeugung und weil ich einfach selber 2007 unheimlich Schwierigkeiten hatte, eine Firma zu finden, die bei mir zu Hause, beziehungsweise bei uns zu Hause, muss ich ja sagen, eine PV-Anlage gebaut hat. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier rauf auf die Autobahn und dem kleinen Skoda mal die Hufen geben. So, alles klar. Das war damals irgendwie ganz schön schwierig, eine Fachfirma zu finden, die das machen wollte, weil unsere Dachfläche sehr klein war und die PV-Module auch sehr durcheinander angeordnet werden mussten, weil da auch schon ein thermischer Kollektor war. Es war nicht optimal und wir haben es dann trotzdem gemacht und das war damals so ein bisschen der Startpunkt für mich zu sagen, mein Gott, so schwierig kann es doch irgendwie alles nicht sein. Dann suchst du dir einen zuverlässigen Dachdecker, einen Elektriker und ein paar Leute und dann machst du das irgendwie selber und das mache ich jetzt inzwischen seit vielen, vielen Jahren nebenberuflich. Und was ich in diesem Zusammenhang halt immer wieder feststelle, ist, dass viele Kunden den Energieertrag einer PV-Anlage total unterschätzen. Rufen mich dann nach kurzer Zeit an und sagen so, boah, Wahnsinn, ich wusste gar nicht, wie viel Strom so eine Anlage erzeugt und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Haben Sie denn nicht noch irgendwie einen Tipp und wie ist denn das? Sie machen doch da was mit E-Mobilität und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eigentlich eine unheimlich positive Sache. Auch der Ronald, zu dem ich jetzt rausfahre, der hat eine Anlage mit etwa 5 kW Peak, hat in den letzten 14 Tagen fast 500 Kilowattstunden geerntet
und ich werde ihn nachher auch mal dazu befragen. Wenn man aber dann mal so ein bisschen nachfragt und sagt, naja, wie sieht denn das bei Ihnen aus? Was haben Sie denn für eine Heizung? Und was haben Sie denn für ein Auto? Und wollen Sie denn vielleicht mal auf Wärmepumpe oder Elektroauto wechseln? Dann merkt man doch noch eine gewisse Zurückhaltung, die allerdings dann in den ersten Wochen und Monaten, wenn so eine PV-Anlage läuft, dann relativ schnell ins Gegenteil umkehrt und dann die Frage kommt, ja, was kann ich denn machen, wie kann ich denn mein Haus, wie kann ich denn mehr von meinem Strom verbrauchen? Viele bauen ja inzwischen mit Speicher, aber mein Gott, wir wissen das alle, selbst so ein Speicher mit 10 oder lass es 20 Kilowattstunden Kapazität sein, gerade im Hochsommer ist das ja ein Klacks, das hast du ja in 0, nix quasi wieder vollgeladen und dann stehst du mit Sonne vom Dach und mit einem vollen Speicher da und überlegst dich, Gottes Willen, was soll ich denn mit dem Strom eigentlich nur machen? Bei vielen fällt dann in Anführungszeichen im positiven Sinne der Groschen und die sagen dann, naja klar, wenn ich jetzt ein Elektroauto hätte, dann könnte ich ja tatsächlich Sonne tanken. Also entweder direkt, vielleicht am Nachmittag, wenn ich nach Hause komme, oder vielleicht auch noch die ein oder andere Kilowattstunde aus meinem Hausspeicher, also aus meiner eigenen Tankstelle im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann fängt so ein Umsetzen ein, so ein Umdenken ein und dann erst spüren viele Menschen, wie wichtig es ist, wenn man sich mit dem Thema erneuerbare Energien auseinandersetzt, wenn man da reingeht in dieses Thema, vielleicht seid ihr ja auch jetzt an dem Punkt, wo ihr nach all den Katastrophen, die in den letzten Wochen passiert sind bei uns und überall auf der Welt, die Hitzewellen in Amerika, jetzt gerade in Griechenland die Hitzewelle, die Überschwemmungen in China, in der Türkei, bei uns in Deutschland. Also vielleicht seid ihr jetzt quasi auch aufgerüttelt, habt den letzten Kick sozusagen bekommen und sagt, ich möchte mich gerne damit beschäftigen. Dann solltet ihr aber unbedingt im Hinterkopf behalten, auch euren Haushalt, soweit es geht, in sinnvoller Art und Weise zu elektrifizieren. Und das bedeutet, im Prinzip zu Hause das zu machen, was wir als Sektorkopplung bezeichnen. Und Sektorkopplung bezeichnet im Prinzip nur, dass man eben den Strom nicht nur für den sogenannten Komfortstrom verwendet, also Licht und Computertechnik zu Hause und Kochen und was weiß ich so, also diese ganz klassischen Anwendungen für Strom, sondern dass man auch Anwendungen verstromt, elektrifiziert, die bisher mit Strom gar nicht in Zusammenhang gebracht wurden, nämlich die Mobilität. Da kann man mit dem Pedelec, mit dem E-Roller anfangen und endet vielleicht irgendwann beim Elektroauto oder auch natürlich bei der Wärmeerzeugung zu Hause. Im Neubau hat die Wärmepumpe inzwischen einen ganz großen, ganz große Bedeutung erlangt. Das ist auch gut so. Aber viele haben eben doch noch so die Befürchtung, naja, mein Haus, das ist vielleicht nicht das Allerneueste. Das wird mit Erdgas beheizt, vielleicht sogar noch mit Öl. Und geht das dann mit einer Wärmepumpe? Und da kann man nur sagen, da gibt's kein Ja oder Nein, sondern da muss man sich gut beraten lassen. Ich weiß, dass das schwierig ist, eine gute Beratung zu finden. Häufig, gerade so, wenn es um das Thema Wärmepumpe im Altbaubestand geht, dann herrscht so die Meinung vor, ja, in einem Altbau, da lohnt sich das nicht. Da braucht man ja so hohe Vorlauftemperaturen im Altbau und das schafft eine Wärmepumpe nicht oder die ist dann total ineffizient. Und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Uns ist auch damals abgeraten worden, von einigen Firmen eine Wärmepumpe einzubauen. Und unser Haus ist nun, weiß Gott, kein Altbau, sondern ist eigentlich ein Youngtimer. Ist jetzt knapp 20 Jahre altes Haus. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das durchgezogen habe. Wir haben eine Luftwärmepumpe bei uns eingebaut. Wir haben Radiatoren. Wir haben keine Fußbodenheizung. Ich habe die Radiatoren mit Konvektionsverstärkern ausgerüstet. Das ist so eine Leiste mit ganz super leisen PC-Lüftern unten drunter. Und dann kann man auch so ein Haus schon fast mit Fußbodenvorlaufniveau beheizen. Und ich muss sagen, die Ergebnisse, die wir haben, die geben recht. Die zeigen einfach, funktioniert einwandfrei. Und ich kann dann auch im Sommer und in der Übergangszeit einiges von meinem PV-Strom, und ihr wisst, ich habe nur eine relativ kleine PV-Anlage mit 3 kW Spitzenleistung, echt sehr viel davon selber verwenden. Natürlich nicht alles, das ist völlig klar, dass es im Winter nicht ausreicht, aber einen beträchtlichen Teil davon kann ich auch in der Wärmepumpe verbrauchen. Auch im Sommer, im Hochsommer zum Beispiel zum Warmwasser erzeugen oder auch zur Kühlung des Hauses. Das ist ja mit modernen Wärmepumpen auch möglich und ersetzt dann vielleicht die ein oder andere Klimaanlage.
Aber klar, Klimaanlage wäre natürlich auch so ein Punkt. Also elektrifiziert euer Haus, denkt das sozusagen im System, versucht es im System zu denken, lasst euch gut beraten, kauft auf jeden Fall immer, wenn ihr einsteigt, eine Wallbox gleich mit dazu. Gerade, es gibt ja gerade wieder aktuell die Förderung für private Wallboxen. Ich glaube, das ist dann auch so ein Kick, wenn man so eine Wallbox erstmal hat, dann kommt das Elektroauto dann relativ schnell. Ich sehe es gerade bei meinem Bruder, der eigentlich so ein klassischer Petrolhead ist, der aber jetzt auch tatsächlich sich zwar keine PV-Anlage, noch nicht, ich arbeite dran, aber sich immerhin schon mal eine Wallbox jetzt ans Haus bauen wird. Die Förderung ist beantragt und der Elektriker kommt demnächst und guckt sich das bei ihm an. Und dann kommt letztlich nachher das Elektroauto, das Elektrofahrzeug, und wenn es der Plug-in-Hybrid ist, ganz automatisch. Elektrifiziert euer Haus, denkt es im Ganzen, das war mir wichtig, es diese Woche rüberzubringen. Das ist total wichtig, denn wie sollen wir sonst von fossilen Energien wegkommen, wenn wir zwar Unmengen an Strom verbrauchen, aber den letztlich irgendwo dann nachher doch riesige Mengen ins Netz einspeisen. Ja, wird natürlich von den Nachbarn verbraucht, aber ich ziehe immer so ein bisschen gerne den Verbrauch mit dem Papier. Wir alle sind totale Weltmeister im Sammeln von Altpapier und Altglas, aber wenn es dann darum geht, auch Produkte aus Altpapier zu kaufen, also zum Beispiel Klopapier, ja, Küchenrollen, Taschentücher, und ich bin dann bei DM, Rossmann und wie sie alle heißen, einkaufen und gucke mich rum, dann sehe ich, wird wenig gekauft, echt, es wird echt wenig Recycling-Klopapier gekauft. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Kauft ihr eigentlich, seid ihr auch super Papiersammler, aber kauft dann eher weißes Klopapier oder kauft ihr Klopapier auf Recyclingpapierbasis oder Taschentücher oder irgendwelche anderen? Auch in der Schule rede ich mit dem Mund fusselig mit Eltern und sage, Mensch, ihre Kinder brauchen kein weißes Papier. Das geht wunderbar auch alles mit Recyclingpapier. Wie ist das bei euch? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mal wirklich in die Kommentare rein. Und das ist so die Analogie zum Strom. Das Dach ist ganz schnell mit PV belegt, aber der Strom soll ja auch irgendwo sinnvoll verbraucht werden. Einspeisen ist natürlich auch eine sinnvolle Nutzung. Ich bin gar kein Gegner vom Einspeisen, vom Strom. Ich gehöre mit Sicherheit nicht zu denen, die propagieren, auch noch die letzte Kilowattstunde selber zu verbrauchen. Mir wäre es auch lieber, wenn mein Stromspeicher netzdienlich genutzt würde, als sozusagen egoistisch für mich. Ich freue mich natürlich darüber, wirtschaftlich, aber ich glaube, es wäre sinnvoller, das noch ein bisschen cleverer zu nutzen. Und trotzdem macht es natürlich wirklich Sinn, dann den Strom, den man vor Ort erzeugt, auch aus Effizienzgründen, auch sofort intensiv selbst zu nutzen, zum Beispiel für die Mobilität, zum Beispiel eben auch für die Wärme-Kälteerzeugung, Warmwassererzeugung, wie immer. So. Ich glaube, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus wollte. Jetzt bin ich darauf gespannt, wie ihr das seht. Gehört ihr vielleicht zu denen, die sagen, ja, PV mache ich schon, habe ich kapiert, mache ich. Aber beim Auto oder bei der Wärme, naja, da bleibe ich mal lieber doch noch ein bisschen bei den Fossilen. Oder seid ihr auch so nach dem Motto, volle Kraft voraus, eigener Sonnenstrom, wo immer es geht. Das würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt. Und freue mich über jeden Kommentar dazu. Hass- oder Hater-Kommentare werden sowieso grundsätzlich gelöscht, bringt uns ja auch nicht weiter. Lasst uns sinnvoll und zielgerichtet argumentieren. Und ansonsten bin ich jetzt weiter hier auf dem Weg, auf der Autobahn, bin mit Tempo 100 unterwegs, kurz nach 8:28 Uhr, Durchschnittsverbrauch 11,4 für alle, die es interessiert, bisher 11,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und wenn ich heute nach Hause komme, dann kann ich einen Großteil davon hoffentlich schon wieder aus der Solaranlage und vielleicht aus dem Speicher nachladen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber jetzt fahre ich erstmal zum Roland, denn da wartet eine PV-Anlage darauf, in Betrieb zu gehen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Alles klar. Vielen Dank fürs Zugucken. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr wisst ja, wer unseren Kanal kennt. Wir sind auf der Mission 20.000. Wir nähern uns in Schritten den 20.000 Abos und wollen das dieses Jahr noch voll machen. Wenn ihr also den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne auch ein Like da. Das würde mich auch sehr freuen. Ansonsten sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Wort zum Freitag oder in einer unserer Live-Sendungen, ihr wisst, oder bei einem Video, whatever. Ich freue mich drauf, euch dann wiederzusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.